Alles über Sally, der neue Roman von Arno Geiger, erschien im Karl-Hanser-Verlag. Sally ist die Ehefrau von Alfred und das schon ziemlich lange. Die beiden sind ewig verheiratet, sind beide Mitte 50 und das Aufregendste dieser Zeit ist eigentlich noch die Anfangszeit in Kairo gewesen. Dort haben sie eine sehr intensive Zeit verbracht. Dann bekam Alfred eine Stelle im Museum in Wien angeboten. Sie sind zurückgekehrt, sie haben ein Haus gekauft, drei Kinder sind auf die Welt gekommen und ja, so hat die Bürgerlichkeit Einzug gehalten bei den beiden, ohne dass sie so recht mitbekommen haben, wie ihnen eigentlich geschehen ist. Wie der Autor so schön sagt, der romantische Bonus der Jugendlichkeit, der ist dann auch noch verloren gegangen. Die beiden befinden sich gerade auf einer Englandreise, als sie erfahren, dass in ihrem Haus in Wien eingebrochen wurde. Sie brechen die Reise ab und kehren nach Hause zurück und gehen dort sehr unterschiedlich um mit dem Chaos und der Zerstörung, die in ihrem Heim passiert ist. Sally, recht pragmatisch, kommt über den Schrecken ganz gut hinweg, nimmt sich eine Malerrolle, fängt an, die Wände zu streichen und denkt sich, naja, es gibt Schlimmeres. Alfred tut sich schwer, er schlurft durchs Haus, er betrauert ernsthaft den Verlust einer Postkarte aus Buenos Aires. Er jammert rum, dass seine Tagebücher zerrissen sind und darin rumgeschmiert worden ist. Er kommt einfach nicht wieder auf die Beine und er sagt selber, seine Psyche wäre stark gequetscht worden. Sally ist davon nur zunehmend genervt. Sie bittet ihn, sich ein bisschen zusammenzureißen. So schlimm sei das Ganze ja nun schließlich nicht. Ihr fallen aber auf einmal auch sehr viele Dinge auf, die sie vorher noch nicht so wirklich gesehen hat. Zum Beispiel sein hautfarbener Stützstrumpf, den er trägt, weil er Krampfadern hat. Der hat es ihr besonders angetan. Seine hängenden Hosenträger, sein Geschleiche durchs Haus. Das nervt sie. Er wird nun älter und ein bisschen tüdelig und sie möchte das eigentlich gar nicht so genau wissen. Und in aller Konsequenz beginnt sie eine Affäre mit ihrem Nachbarn Erik. Erik ist nur auch der Ehemann ihrer Freundin und so ist alles über Sally nicht nur die Geschichte eines Ehebruchs, sondern auch im weiteren Sinne einer Untreue. Der Autor sagt auch so schön, es geht auch um das Sinken eines moralischen Niveaus und was das für Auswirkungen hat auf die Ehe von Sally und Alfred. Was ich sehr beachtlich finde, ist der Autor Arno Geiger, ist Jahrgang 1968 und er befasst sich ja hier mit einer Generation, die fast die seiner Eltern sein könnte, mit unheimlich viel Intensität, Verständnis, Intimität auch und Sympathie, möchte ich sagen. Das hat mich sehr fasziniert, dass er diesem Jahrgang da so nahe gekommen ist. Und Fazit für mich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ist, der Mensch hat viele Gesichter und viele Facetten. Das ist jetzt hier also keine Verurteilung, sondern wirklich ein sehr, sehr menschlicher Roman mit einer ganz eigenen Melodie, möchte ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen.